Bin von Hause aus Jurist, arbeite ungefähr zur Hälfte als Hochschullehrer an der Hochschule für Ökonomie und Management in Berlin als im Bereich Wirtschaftsrecht und zu anderen 50% als Rechtsanwalt, Schrägstrich, ja, Berater tätig für verschiedene Projekte, also ganz normale juristische Sachen, die so im Bereich des Unternehmenswirtschaftsrechts anzusiedeln sind und natürlich auch im Kryptobereich und dort schwerpunktmäßig mit den Themen Kooperation, Schrägstrich, Organisationen und im weitesten Sinne auch mit dezentralen, autonomen Organisationen befasst. Also als erstes kann ich ein bisschen schlaumeiern vielleicht. Also die DAO von Christoph und seinem Bruder und von Daniel, jetzt die, sag ich mal, um Christoph herum, war nicht die erste, die es gab. Ja, also es gab schon vorher zumindest Organisationsformen, die in diese Richtung gegangen sind. Und ich glaube auch, der Vitalik hatte in seinem Paper zu Ethereum auch so eine Idee dieser Struktur. Aber der Christoph war der Erste, der sich ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat, wie man ein Unternehmen so auf Basis von Code etablieren kann, beziehungsweise wie man das auf Basis von Ethereum entwickeln kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es, wie du richtig gesagt hast, noch gar keine Regulierung. Und wenn man jetzt drüber schwenkt, du hast ja auch dran geschrieben, jetzt sind 5 Jahre ins Land gegangen. Was für Regulierungen gibt es? Man muss vielleicht dazu sagen, dass die DAO so ein Stück weit unter dem Radar fliegt die ganze Zeit, weil so große DAO-Projekte wie damals die DAO zumindest im nachfolgenden Zeitraum nicht mehr durch die ganz normale Presse geistern. Also die DAO hat es ja wirklich in jede große Zeitung geschafft, ja, in Deutschland oder auch international, sodass dann natürlich der Regulator da aufmerksam wurde, passiert heutzutage nicht mehr so in dem Maße. Und deswegen gibt es keinerlei Bestrebungen jetzt primär von den großen Regulatoren, sich primär damit zu beschäftigen. Wenn eher in der Form, dass man es versucht einzufangen im Rahmen des Kapitalmarktrechts, weil die meisten DAOs, das kann man vielleicht auch mal drüber sprechen, dann doch eher, sage ich mal, wie so eine Art Pool fungieren von Kryptowerten oder so eine Art Fonds sind, ja, wo das letztlich dann zusammengefasst wird. So eher eben in so einem Kapitalsammelvehikel darstellt, was dann wieder den Kapitalmarkt zuzuordnen ist, als jetzt eine neue Rechtsform oder Schrägstrich Organisationsform. Freilich gab es Bestrebungen in Europa, Malta ist da zu nennen, die hatten relativ früh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schon wieder 2 Jahre her, mal so einen Gesetzentwurf oder die haben so Crypto-Laws da etabliert und da spielte die DAO mal eine Rolle. Dann in Amerika ist in den letzten Jahren auch so ein Stück weit was passiert, dass dort einige Kleinstaaten, nenne ich es jetzt mal, Vermont, ich glaube Delaware und Ralf, du hast mir im Vorgespräch noch einen Bundesstaat, glaube ich, genannt. Wyoming. Wyoming, ja, also wenn man die mal auf die Landkarte guckt, Vermont ist ungefähr so groß wie Liechtenstein, also auch von der Einwohnerzahl. Das sind also Kleinstaaten, die natürlich viel flexibler sind und auch gerade Delaware dürfte auch vielen Leuten im Begriff sein. Das ist ja so eine Art Sitzstaat. Das heißt, die haben sowieso, glaube ich, in Amerika das liberalste Gesellschafts- und Organisationsrecht. Die haben das unternehmenfreundlichste Steuerrecht und die unternehmenfreundlichsten Steuersätze. Die versuchen also so viel wie möglich Unternehmen in das Land zu ziehen, die ihren Sitz dorthin zu verlagern. Ja, und daraus kann man natürlich grenzüberschreitend natürlich tätig sein, in den USA auf jeden Fall. Da ist generell die Tendenz, festzustellen, dass die für jede neuartige Organisationsform offen sind, weil die natürlich wiederum Unternehmen anziehen wollen, die sich dort ansiedeln. Und dort gibt es solche Regularien. Wenn man sich das mal dann genau anschaut, ist das, ich sage jetzt mal despektierlich, so eine Art, ne, amerikanische GmbH, also LLC mit Zitronengeschmack. Ja, das heißt, die haben letztlich nur das normale Vehikel genommen, das neu aufgesetzt und so sinngemäß reingeschrieben. Ja, das ist jetzt eine Unternehmensform, die kann auch eine DAO betreiben oder die kann DAO-artig strukturiert werden. Wobei wir dann nämlich aber bei dem Grundproblem sind, die benutzen letztlich diesen Begriff, aber sie setzen sich mit den einzelnen Bestandteilen dieses Terminus nicht auseinander. Und das ist auch generell so das Problem, was ich immer habe in Diskussionen oder was generell zu sehen ist, dass die DAOs, die es draußen so gibt, eher Phänomene sind in meinen Augen und weniger fest verortbare oder fest beschreibbare oder verallgemeinerbare Organisationsformen. Weil die Dezentralität kann unheimlich viele Aspekte betreffen, die Autonomie, die adressiert wird, kann viele Facetten haben. Man muss auch mal fragen, so aus organisationstheoretischer Sicht, ist das überhaupt eine Organisationsform?
und was macht eigentlich eine Organisationsform aus? So. Und da es keinen verallgemeinerbaren Begriff gibt von der DAO, also aus meiner Sicht, ist es natürlich schwierig, da ein rechtliches Konstrukt drunter zu legen oder da irgendwie eine rechtliche Basis zu bilden. Da musst du wirklich dann sagen, okay, die DAO ist rechtsfähig, das geht in meinen Augen, habe ich auch mal irgendwann erzählt, weil rechtsfähig bedeutet nicht automatisch, dass du eine juristische Person bist. Ja, du kannst auch rechtsfähig sein. Hier zum Beispiel steht ja diese GbR zwischen UG und GmbH. Die war jahrelang nur erstmal überhaupt nichts, dann war sie rechtsfähig, ohne juristische Person zu sein. Das heißt, du konntest der Vermögen zuordnen oder einen Vertrag zuordnen, mehr erstmal nicht. Ja? Und das würde meines Erachtens ausreichen. So, und wenn wir uns jetzt einigen könnten, auf was die DAO ist, ob das nun Code ist oder irgendwie eine andere Art von Organisationsform, ließe sich das, das habe ich auch vor Jahren schon mal so ein Paper dazu gemacht, haben wir, glaube ich, auch dem Bundestag oder dem Herrn Heilmann damals zugewichtelt, wo es um diese Blockchain-Strategie ging. Und da habe ich vorgeschlagen, dann lass doch die anerkennen als zumindest rechtsfähig, weil das deutsche Recht kennt das nämlich schon. Das kennt nämlich, hier steht Stiftung, jetzt muss ich aber ein bisschen ins Rechtliche abdriften, es gibt nämlich sogenannte unselbstständige Stiftungen, die keine juristische Person sind, die keine Stiftung sind, sondern, Klammer auf, nur Treuhandverträge. Zum Beispiel könnten wir eine errichten, zum Beispiel sage ich gebe jetzt alle meine Bitcoin, die ich habe, gebe ich jetzt zur treuhänderischen Verwaltung zu Ralf und der soll immer jeden Monat 1000 Satoshis an Mario zahlen. Und das auch nach meinem Tod, bitte. So, das wäre so ein Treuhandvertrag. Und das könnte man so aufsetzen. Und das anerkennt nämlich nach dem Körperschaftssteuerrecht der Fiskus oder der Gesetzgeber als eigenständiges Steuersubjekt, weil die werden so behandelt, als wären sie rechtsfähig. So,